Ein alter Freund. Der gnomenälteste Templer Octien ist im Besitz von Informationen über den Aufenthaltsort von Fomorous Hughes, dem für den Seelenquell verantwortlichen Gnomen. Octien will mich in seinem Lager in den Brachlanden von die Tür treffen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Ja, wir stehen hier noch am Eingang vor den Gärten von Ysa, die haben wir im letzten Part zum ersten Mal betreten. Ein wunderschönes Gebiet und ein bisschen so der Ruhepol in der Spielwelt. Und ja, jetzt hätten wir oder haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie es im Spiel weitergeht. Aber ich glaube, ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich, ob Fomorous Hughes wirklich überlebt hat, den Einsturz des Turms. Ihr erinnert euch hoffentlich an Part 1 aus dem Spiel. Der Wissenschaftler, der Gnome, wie wir gerade gehört haben, der uns wieder zum Leben erweckt hat, scheint tatsächlich dem Einsturz des Turmes entkommen zu sein. So, ich habe gerade mal auf die Karte geschaut, deswegen die kurze Pause. Ja, und eigentlich sind wir ja davon ausgegangen, dass er gestorben ist. Und welch frohe Kunde, dass wir erfahren haben, dass er noch lebt. Also, ich mochte ihn, ich mochte den Charakter von Anfang an. Okay, bannen, Mittel. Lassen wir mal. Wir haben erst ein, zwei Pünktchen in Bann investiert beim letzten Aufleveln. So, und das ist Elfen-Sturm-Champion. Wir haben aber neue Waffen. Und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Und ja, also die neuen Waffen sind wirklich stark. Also wenn man das in Prozent rechnen würde, ich glaube 30-40% mindestens stärker jetzt, die aktuellen Waffen, die wir bekommen haben. Und ich würde doch nochmal kurz wechseln, genau. Ich hatte den Bogen zuletzt ausgerüstet, Waffen, und würde auch den neuen Stab gerne ausprobieren. Wir haben ja bisher immer hier die Flamme genommen und jetzt der neue ist dieser hier, Stab des Mystizismus. Den rüsten wir mal aus. Ja, man sieht schon, der ist aus den Gärten von Ysa. So ein bisschen ein Kranz da oben, Blätterkranz. Aber den werden wir mal ausprobieren. Ja, von 40 auf 60 Schaden, das ist wirklich eine Menge. Und was haben wir hier? Ist hier irgendjemand überfallen worden? 203 Gold. Ansonsten aber keine Info hier. Na gut, wir gehen in den Canyon und in ein komplett neues Gebiet. Ja, auf der Karte sieht es ja so aus, als ob es ein bisschen Wüstenlandschaft ist. Und prompt, ja, da sieht man es. Es geht in Canyons. Ja, das sieht ja fast schon aus wie der Grand Canyon. Das Langschwert ist eine vielseitige, zuverlässige Waffe für nahezu jede Nahkampfsituation. Ja, Langschwert, genau. Da haben wir auch Punkte investiert, aber noch kein so richtig gutes gefunden. Und viele Langschwerter sind ja auch langsam. Und das ist einfach, ja, ich mag es nicht so gerne. Bei Langschwertern konzentrieren wir uns, wenn wir eins nehmen und das Chakram kurz wegstecken. Auf jeden Fall ein Langschwert, das eine mittlere Geschwindigkeit hat, zumindest. Aber schaut euch das an. Ein neues Gebiet. Die Türe. Ich hoffe, dass wir stark genug sind für dieses Gebiet. Naka-Zauberer. Jetzt reagiert er doch, ich denke schon. Was ist hier los? Vielleicht hätte ich nicht so lange warten sollen. Denn er hält unglaublich viel aus, sehe ich gerade.
und hat auch noch gleich eine Barriere. Also da würde ich sagen, da gönnen wir uns doch mal hier Heiltrank, Mana-Trank, Lebensregeneration. Denn der hat es in sich hier, der erste Gegner im neuen Gebiet. Obwohl geht. Es geht. Die Kombination macht es wie immer aus. Die Kombination aus Nahkampf, Fernkampf und Elektrizität. Noch ein Staubling, schimpft er. Also ich glaube, die neuen Waffen waren auf jeden Fall auch nötig. Das war genau zur richtigen Zeit. Dass wir die jetzt haben. Tja, und ob wir uns an dieses Moped da hinten wagen sollen, ich weiß es nicht. Er kommt schon angejoggt. Ich würde gerne einen nach dem anderen hier erledigen, wenn das möglich ist. Alright. Okay, also, komm. Wir gehen mal ran, mal gucken, ob wir ihn hier erledigen können. Ob er irgendwas droppt hier, eher mit der Riesenkeule. Ja, okay. Es ist natürlich gefährlich. Aber wir wollen es doch zumindest mal versuchen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert. Okay, die Hälfte haben wir. Nope. Ah, wie viel Energie hast du noch? Ein Mikrometer. 11 EP, Mann. Okay. Aber das war's. Kochledergamaschen. Die können wir uns doch gleich mal gönnen, oder? Rüstung. Denn aktuell hatten wir ja gar keine Gamaschen. Ach, da fehlt wieder Raffinesse. Och Mann, echt jetzt. Jetzt können wir die wieder nicht anziehen. Also ich glaube, ich muss wirklich mal Punkte in Raffinesse auch setzen, weil es ist doch wirklich immer wieder, stößt man hier auf Raffinesse für die Gamaschen. Deswegen laufen wir auch gerade hier in Shorts rum. Also, das ist das nächste. Punkte in Raffinesse. Sei denn... Nein, nicht es sei denn, auf jeden Fall Punkte in Raffinesse. Ich glaube, früher oder später ist das sowieso Pflicht. Und ich glaube, man kommt auch ganz gut durch hier im Spiel, wenn man so ein bisschen die Punkte verteilt. Also dieses, sich auf nur eine einzige Sache zu konzentrieren, das ist ja gar nicht so unbedingt der richtige Weg. Ach, alte Bekannte hier. Pestträger. Und ein Magier. Okay, das wird mir ein bisschen zu voll hier. Das wird mir gerade ein bisschen zu voll.
Locken wir sie mal so ein bisschen raus. Und nehmen uns einen nach dem anderen vor. Ah, und er spawnt die auch noch. Echt jetzt? So, jetzt hat sich's ausgespawnt. Also, neue Kombination hier. Die Magier schließen sich zusammen mit den Bogards. Und die Bogards verpesten anscheinend nicht nur dieses Dorf, ja, wo wir auch nochmal zurück möchten, ja, das unter der Pest leidet, sondern auch machen sich hier im kompletten Land breit. Anscheinend sind die überall hier. Das dort hinten sieht so ein bisschen aus wie ein Hexenhaus, ne? Bisschen unheimlich. Wo sind wir denn hier gelandet? Neuer Ort. Vorposten der Motus. Und da verließen sie ihn. Es ist hart, in den Brachlanden seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und da kommt schon der Erste, der sich beschwert. Das ist herrlich. Okay, also wir sprechen hier mal an. Wen haben wir hier? Apul Vir. Ich scheine Glück zu haben. Ich hätte keinen so schwer bewaffneten Abenteurer in unserem Lager erwartet. Seid ihr auf der Suche nach Arbeit? Ich habe ein Feinproblem, das gelöst werden muss. Ein Feinproblem? Sollen wir uns gegen die Feinen stellen? Wir gucken mal, was er will. Wunderbar. Eine Horde wilder Feinen hat sich in der Schluchtbühlmine am oberen Ende des Simses eingenistet. Ich habe schon einen Scholan geschickt, aber er ist nicht zurückgekehrt. Ihr findet ihn an der Straße zur Mine. Er hat Informationen für euch. Zu mehr taugt er nicht. Der Feigling weigert sich, den Feind die Stirn zu bieten. Geht zur Mine und findet heraus, warum diese verfluchten Dinger aus den Stollen gekommen sind. Und dann beseitigt sie. Der Scholar bezahlt euch, wenn ihr fertig seid. Guten Tag. Also, eingesteckt haben wir sie schon mal, aber wir bleiben natürlich auf Kurs. Erstmal hier, wie geplant. Und er sieht ein bisschen aus wie ein Verwandter von Fomoros Huge, ne? Das könnte wirklich ein naher Verwandter sein. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. So, jetzt müssten wir aber bald hier angekommen sein. Am Zielort, meine ich. Hey, hier gibt es sogar Vegetation. Aber wo müssen wir hin? Auf der Karte sieht es so aus, als ob wir da irgendwie rüber müssen. Da ist irgendwas. Na komm, wir gehen mal in die Richtung. Ah, da ist ein Canyon, okay. Wow. What? Habt ihr im Hintergrund gerade dieses Schlangenvieh gesehen? Das hat mich gerade total an Nioh 2 erinnert. Komm, pack mal den Stab aus. Hier, sieh! Ist doch fast wie in Nioh 2. Schnappen wir sie uns.
Alright. Das waren die letzten, die er gespawnt hat. Höhlenmugan. Ja, haltet ruhig schön Abstand. Rusaril, ein neues Item. Tja, wir müssen hier durch. Octien hieß der NPC. Und wie so oft hat er sich am hinterletzten Winkel der Spielwelt versteckt. Irgendwo auf einem Berg. Also. Überhanglager. Und da haben wir ihn doch. Er scheint die Aussicht zu genießen. Reden mit Templer Octien. Ihr seid meine Kontaktperson? Ich hätte es wissen müssen. Pünktlichkeit ist keine der Stärken eures Volkes. Dabei habt ihr ohnehin schon so wenige. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren gemeinsamen Freund Formoros Hughes, den Gnom, der euch ins Leben zurückgeholt hat? Vermutlich schon. Aber ich nehme an, ihr wart in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Jedenfalls wird Cholar Hughes seit dem Angriff auf seinen Turm vermisst. Und als sein Förderer bin ich deshalb äußerst beunruhigt. Ich will, dass ihr ihn findet. Ihr seid, wie soll ich es ausdrücken, auf einzigartige Weise für diese Aufgabe geeignet. Könnt ihr ihn nicht finden? Es scheint, als hätte der Zwischenfall in Alistar Cholar Hughes ein wenig paranoid gemacht. Jedes Mal, wenn wir einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort erhalten, ist er schon wieder verschwunden, bevor wir dort ankommen. Aber ihm gehen so langsam die Verstecke aus. Ich glaube, uns bleibt nur noch eine Hoffnung, Hughes zu finden. Ihr. Ich werde Hughes für euch finden. Und dafür bin ich euch dankbar. Cholar Hughes hat großes Glück, Freunde wie uns zu haben. Hughes besitzt ein altes Laboratorium in der Kaverne der Salzquellenminen. Ich glaube, seit der Zerstörung des Turms von Alistar hat er seine Forschungen dort betrieben. Findet ihn und ihr werdet für euren Beitrag zur Wissenschaft belohnt werden. Ich warte im Livrarium von Adessa auf die Nachricht eures Erfolges. Also wenn das mal nicht eine Überraschung ist. Formoros Hughes hat sich hier neu eingerichtet. Er lebt anscheinend tatsächlich. Was ist denn? Macht in der Nähe des Templers keine Dummheiten. Ja, mach dir mal keine Sorgen. So, können wir hier runter? Ja, können wir. Also, er steckt irgendwo in den Salzminen. Also ganz ehrlich, Leute, ich bin ein bisschen baff. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn nochmal wiedersehen. Ich hoffe wirklich, dass es auch so ist. Sohn von Latz. Was denn? Gibt's hier doch Zombies im Spiel? Wir gehen mal weiter. Und hören uns mal die erste Geschichte dieses neuen Gebietes an. In längst vergangenen Zeiten gab es in der Wüste keinen Schatten. Die Sonne verbrannte das Land bis zur völligen Zerstörung. Die Flüsse verschwanden. Die Tiere versteckten sich unter der Erde. Die Menschen flehten Helios um Gnade an, doch er erhörte die Gebete nicht. Die Pflanzen welkten und erhitzten. Überall in den Brachlanden knisterten Flammen. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Es gibt doch Zombies in dem Spiel. Zumindest irgendetwas, was dem nahe kommt. So, Moment mal kurz. Wo ist denn hier der Eingang? Müssen wir denn hin?
Na gut, wenn du unbedingt willst, Bergorta. Dann sollst du es haben. So, jetzt gucke ich doch mal eben auf die Karte. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Hier ist ja auch noch ein Eingang. Ah, okay. Okay, Freunde. Wir treffen uns genau hier. Ich gehe die paar Meter zurück und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Denn wir müssen hier rein. Hier sind wir nämlich falsch. Also, bis gleich. So, in diesen Canyon müssen wir rein. Das war wirklich nur um die Ecke. Komisch, dass mir das auf dem Hinweg gar nicht aufgefallen ist. Sei es drum, wir sind richtig. Salzquellmine. Da hat der Huge sich doch tatsächlich in den Minen ein Laboratorium eingerichtet. Bin schon gespannt zu sehen, woran er diesmal bastelt. Ob er einen neuen Seelenquell errichten möchte? Hoffentlich lebt er noch. Fomorus? Wo steckst du? Und ich glaube, die Eltern, die waren wohl gerade auf Kegeltour, oder? Als sie den Namen ausgesucht haben. Standen unter starkem Alkoholeinfluss. Ich meine, wer nennt seinen Sohn schon Fomorus? Klingt ein bisschen nach Formaggi. Quattro Formaggi. Nein! Steh auf! Nein! Das ist er nicht, oder? Leichnam eines Gnomes. So wie es aussieht, ist dieser Gnom bereits vor einiger Zeit auf äußerst grausame Weise ums Leben gekommen. Seine Hände umklammern einen Schlüssel und ein altes Stück Pergament. Scheiße. Was ist hier los? Ein Gehilfe von Fomorus Huge? Hoffentlich ist er nicht an diesen Gestalten hier schuld. Nicht, dass er nachher noch dem Wahnsinn verfallen ist und hier diese Zombies entwickelt hat. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. And who the fuck is Lutz? Notizen aus dem Salzquelllabor, Tag 142. Ist das schon so lange her? Die Linsen stellen sich rasch ein und die Wiederbelebung war überraschend einfach. Aber keine Testperson hat bisher ihren vorherigen geistigen Zustand bewahrt. Oder auch nur irgendeinen Rest des Bewusstseins.
Das Problem ist vermutlich die arkane Strömung. Ich verfüge einfach nicht mehr über ausreichend Macht, um den Geist zusammen mit dem Körper zu übertragen. Formers hat zu viele Zweifel an dem Projekt, um von Nutzen sein zu können. Ich habe den Templer bereits informiert. Mit etwas Glück wird Formers von hier weggebracht und ich kann meine Arbeit fortsetzen. Ungestört. Also anscheinend war Formers huge. Gegen die Forschung. Und ich glaube, wir haben auch gesehen, woran das liegt. Hier wurden willenlose und geistlose Zombies erschaffen. So, haben wir noch einen Eintrag hier. Tag 233. Meine Geldgeber haben meinen Forderungen endlich nachgegeben und mir ein Küstin-Prismär zur Verfügung gestellt. Ich kann mir kaum vorstellen, was sie dafür bezahlt haben oder wem. Aber die Ereignisse werden den Aufwand mehr als wert sein. Damit müsste ich genügend Macht für eine vollständige Übertragung haben. Schlimmstenfalls ist es zu viel Macht. Ich sollte zur Beobachtung besser in Deckung gehen. Was erwartet uns noch hier in den Höhlen? Fallenstellers Stab, makellose physische Scherbe. Okay, komm, den Stab, den gucken wir uns mal an. Und er ist deutlich schwächer, aber er macht Eisschaden. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch irgendwann. Ich hoffe, wir erreichen bald Fomorus. Und ich hoffe sehr, dass uns keine böse Überraschung erwartet. Okay. Hier ist irgendwo ein Nest. Notversorgungsschlüssel. Aber keine weitere Nachricht. Schauen wir
gucken wir uns noch mal ein bisschen um, bevor wir durchs Tor gehen. Wer weiß, vielleicht liegt hier doch noch was rum. Sieht aber nicht so aus. Nein. Hier sind wir hergekommen. Also gut. Tiefer in die Höhlen. Sieht ja fast aus wie ein kleiner Seelenquell da hinten. Das Spiel speichert. Was passiert? War ich wirklich so lange hier unten? Ist mein Wahnsinn schon so weit fortgeschritten, dass ich die Gesichter der Verdammten vor mir sehe? Oder seid ihr es wirklich? Ihr seid es! Bei den Büchern! Kommt näher. Lasst mich euch ansehen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich zuletzt ein vertrautes Gesicht gesehen habe. Ich bin hier, um euch zu helfen. Wie schön, dich wiederzusehen. Wirklich. Euer Erwachen hat mir in vielerlei Hinsicht nichts als Leid gebracht. Aber das ist nicht eure Schuld. Sie liegt allein bei mir. Moment! Habt ihr dieses Geräusch gehört? Es könnten die Söhne von Lars sein. Aber auch jemand anderes. Ja, wir haben schon einige gesehen. Aber nicht diesen. Der ist neu. Ich hoffe, dass Formerus uns mal erklärt, wer Lass überhaupt ist. Abstand, Formerus. Als wir uns das letzte Mal unterhielten, haben die Tuata mein Labor vernichtet. Jetzt sind es Attentäter. Wo ich auch hingehe, folgt mir die Zerstörung. Ich bin das alles so leid, mein Freund. Alles, was ich je wollte, war, die Geheimnisse des Todes zu entschlüsseln und ein wenig Licht in die Schatten zu bringen. Das hier wollte ich nie. Ich danke euch. Nicht nur für euren Schutz, sondern vor allem dafür, dass ihr das einzig Gute seid, was diese Katastrophe hervorgebracht hat. Ich habe nur wenige Freunde, aber es freut mich, euch zu ihnen zählen zu können. Ja, alter Freund, das geht uns genauso. Octien sucht euch. Ihr müsst euch irren. Ich habe seit meiner Flucht das alles da versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen, aber er hat nie geantwortet. Bis heute. Octien, aber natürlich. Wenn sämtliche Fakten berücksichtigt wurden, wird sich die Wahrheit offenbaren. Ich bin so ein Narr. Octien hat euch auf die Suche nach mir geschickt, um uns beide töten zu lassen. Was? Diese Attentäter sind der Beweis dafür. Der Seelenquell ist sein Projekt.
Und sobald er funktionierte, brauchte er mich nicht mehr. Nicht, wenn er den Quell in Alistar mit Ventrinios Hilfe retten konnte. Abgefahren, oder? Was für eine Storywendung ist hier? Wollt uns Octien wirklich töten lassen? Wer ist denn Ventrinio? Ventrinio des Cellini. Wir haben früher in diesem Labor zusammengearbeitet, an Projekten, die von Templer Octien gefördert wurden. Als wir jedoch den Auftrag erhielten, den Quell zu erschaffen, wollte Ventrinio jegliche Mittel nutzen, die uns zur Verfügung standen, ungeachtet möglicher Folgen oder Konsequenzen. Schließlich wurde er fortgebracht, während ich nach Alistar geschickt wurde. Aber wie es scheint, hat er seine Arbeit hier fortgesetzt. Zumindest lange genug, um diese Monster zu erschaffen. Was sind die Söhne von Latz? Sie sind die belebten Toten, frühe Experimente auf dem Gebiet der Unsterblichkeit. Sie werden diese verfluchten Höhlen für alle Zeiten heimsuchen. Ventrinio hat sie nach einer mythischen Gestalt benannt, die sich von den Toten erhob. Er sah sie und erkannte ein Potenzial. Alles, was ich sehe, sind Abscheulichkeiten. Das geht mir genauso, alter Freund. Wisst ihr einen Weg nach Alabastra? Nein, ich nicht. Aber Ventrinios alte Aufzeichnungen deuten an, dass er einen Weg nach Alabastra kennen könnte. Ich frage mich, ob ihr Ventrinio möglicherweise schon einmal begegnet seid. Das wäre eine Erklärung. Ihr wart auf seinen Quell eingestimmt, wurdet aber in meinem wiederbelebt. Bedauerlicherweise ist Templer Octien unsere einzige Möglichkeit, Ventrinio ausfindig zu machen. Und jetzt, wo wir von seinem Verrat wissen, wird es nicht leicht werden, diese Information von ihm zu erhalten. Niemals. Die einzige Stimme, die er hören will, ist seine eigene. Wir können uns innerhalb der Grenzen Adessas nicht mit Octien anlegen, nicht solange wir auf uns gestellt sind. Es gibt jedoch eine Frau, die über die Macht verfügt, seinem Ansehen zu schaden. Templerin Joriel. Sie ist für ihre Weisheit und ihre Charakterstärke berühmt. Und soweit ich mich erinnere, sind sie und Octien in politischen Fragen nicht unbedingt einer Meinung. Wie kann Joriel uns helfen? Wenn es Joriel gelingt, Octien für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, erhalten wir Zugang zu seinen Informationen. Und dazu zählt auch der Standort von Ventrinios Labor. Wenn ihr das Mysterium eures Todes enthüllen wollt, werdet ihr Ventrinio brauchen. Er ist der Schlüssel nach Alabastra. Sucht Templerin Joriel in Adessa auf. Wir haben zwar nicht besonders viele Beweise, aber ich habe dennoch das Gefühl, dass sie uns helfen wird. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir schließen genau hieran an, in der nächsten Folge. Mächtige Feinde heißt die Quest und wahrscheinlich auch zu Recht. Die Quest, alter Freund, ist hiermit abgeschlossen. Ich sage danke fürs Zusehen und freue mich schon auf das nächste Mal. Hoffe, du bist wieder mit dabei und wenn dir dieser Part gefallen hat, hinterlass gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.